Waschmaschinen. Für die meisten ein Gebrauchsgegenstand. Ist sie kaputt? Ärgerlich, aber sofort wird eine neue gekauft. Stefan Koch sieht das anders. Für ihn sind die Maschinen Hobby, Werkzeug, Zeitvertreib und Entspannung zugleich. Und guck den Maschinen zu, für mich ist das Entspannung, ne? Den Maschinen optisch zuzusehen, aber auch akustisch zuzuhören. Die Geräusche, ich weiß es nicht, wie bei den Autotunern zum Beispiel, die sich diese Motorengeräusche oder von den Auspuffanlagen die Geräusche anhören, für mich ist das Musik in den Ohren und genauso ist dieses hier für mich. Schon als Kind war der im Rade von Wald lebende Single von den Geräten angetan. Die Faszination Waschmaschine ist geblieben. Das Ausmaß hat sich ein wenig verändert. Ganze 27 Maschinen hat er in seinem Keller stehen. Sein erstes eigenes Modell kaufte er vor 20 Jahren. Diese Maschine als Siemens, Bosch Siemens ist ein Hersteller, war meine erste eigene Waschmaschine. Ich habe leider diese Siemens damals weggegeben und sie jetzt als Bosch wiederbekommen. Nach gut 20 Jahren, ist das 20 Jahre alt, das Modell, läuft aber einwandfrei. Sehr hochwertiges Modell. Ist schade, dass sowas nicht mehr produziert wird. Ist ein Waschautomat kaputt, probiert der gelernte Industriemechaniker alles, sie zu reparieren. Viele Enthusiasten wie Stefan gibt es nicht, aber ein paar Mal im Jahr treffen sie sich zu sogenannten Waschtreffen. Dann binde ich oft meine Nachbarn ein, denn so viel Wäsche kann ich selbst gar nicht sammeln. Dann geben die mir Handtücher und Bettwäsche, aber auch nichts anderes. Und dann suchen sich meine Freunde die Maschinen aus, welche sie laufen sehen möchten. Ja. Und dann kommen da aber auch schon mal an solchen Tagen 10, 12 oder sogar 14 Maschinen zusammen. Das ist aber nur ein paar Mal im Jahr. Alle zwei Wochen zelebriert der 39-Jährige seine Waschtage. Sitzt mit Kaffee und Keksen am Tisch oder direkt mit dem Sitzsack vor der Maschine. Lauscht, beobachtet und genießt. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.